Nach der Pokalparty ist vor dem Liga-Alltag. Der erste FC Saarbrücken zu Gast beim SC Freiburg. Ein Dreier beim Kellerkind natürlich fest eingeplant. Nur die müssten punkten, um endlich mal wieder Luft im Keller zu sehen. 10. Minute, die ersten Aktionen für die Gäste. Eine Flanke von der rechten Seite. Und dann ein Pfiff. Foulelfmeter, sagt Felix Brigan. Beim SC Freiburg kriegt man sich nicht mehr ein. Fahner kriegt gelb. Und wir schauen uns die Situation nochmal an. Hier ist ein Kontakt da, aber ehrlich gesagt für mich ein bisschen zu wenig für einen Elberer. Bihic war es egal. Er netzt ein 1:0 für die Pokalhelden. Und das erste Tor nach 239 torlosen Ligaminuten. Viertes Saisontor von Rabihic, die frühe Führung für die Gäste. Freiburg bemüht, diesen Fehler wieder gut zu machen. 14. Minute, das ist Fahner! Und wir werden es gleich nochmal sehen. Uaferro blockt diesen Schuss ab. Für Fahner wäre es natürlich Balsam auf die Wunden gewesen. So bleibt es beim 1:0. Saarbrücken einfach stabiler, nochmal Rabihic! 23. Minute, da fehlte nicht viel, der Schuss noch abgefälscht. Es gab eine Ecke, Sontheimer bereitet es vor und Kasim Rabihic an allen Offensivaktionen beteiligt. Dann war Pause, Partystimmung pur, weiter beim Saarbrücker Anhang. Und wir gehen in den zweiten Durchgang. Wieder die Gäste und das ist der eingewechselte Julian Günther Schmidt. Und der Keeper kann parieren. Freiburg zu dem Zeitpunkt mit mehr Ballbesitz, aber eben glücklos. Und dann kommt wieder Rabihic. 65. Minute, im Prinzip schon die Entscheidung, weil der SC Freiburg in dieser Saison noch nie mehr als 2 Tore pro Spiel erzielen konnte. Aber Rabihic macht es toll und auch Gauss, der sich da wegduckt, 2:0 für die Gäste. Nur 8 Minuten später, Ecke. Und dann Dominik Becker, glockenfrei, muss nicht mal hochsteigen zum Kopfball. Natürlich die Entscheidung, die Vorbereitung wieder von Rabihic. Und das Ding ist gegessen. Und Thomas Stamm bedient. Von seiner Mannschaft kam nichts, gar nichts im zweiten Durchgang. Aber es kam noch schlimmer. Nachspielzeit, 90+2. Rizzuto. Völlig frei, hat ewig Zeit, sucht und findet den eingewechselten Sivea. 0:4. Partystimmung fortgesetzt. Und wir hören gleich die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, heute war so ein Spiel, wo wir dann vielleicht aus wenig Möglichkeiten viel Tore machen. Am Ende vielleicht zu hoch ausgefallen, der Sieg. Aber super Rennen verteidigt und Tore gemacht. Gut, wir haben 3 Standardtore gekriegt. Elfmetersituationen würde ich gerne noch mal sehen. Anhand von den Bildern, die ich hatte, darf er den niemals geben. Direkter Freistoß und ein Eckball, den wir nicht gut verteidigen. Und dann ja, ist das Spiel auch durch. Bis dahin fand ich, wenn du die Standardsituation wegnimmst, fand ich es ausgeglichen. 1-2 Momente bei uns, 1-2 Momente bei Saarbrücken. Aber hinten raus, nach dem 3-0, war es dann deutlich zu wenig. Nach der Pokalparty ist die Liga-Party. Und jetzt gehen die Blicke in Saarbrücken natürlich zur Auslosung im DFB-Pokal. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.